Hä, wieso passiert denn da nichts? Ich muss wahrscheinlich die anderen kaputt machen, die hier. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Wir sind jetzt kurz vor der Pflanze und ich bin mal gespannt, wie die uns hier nerven wird. Aber kann ich vielleicht bitte vorher euch blöden Raben hier weg haben? Ja, ich kann. Man kann die also auch abschießen. Das ist gut zu wissen. Nun gut, ich bin gespannt. Ich stand komisch in der Luft. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht. Okay, irgendwie habe ich da was davon bekommen, aber irgendwie weiß ich nicht wie, aber egal. Ach, jetzt geht's auf einmal doch, okay. Darf ich bitte? Ja, hä? Okay, ich darf. Gut, ich muss mir hier wohl aufmachen. Sehr schön. Nach links geht nicht, aber okay. Ich kann hier hinten lang gehen. Aber in dem Stockwerk sind wir jetzt richtig gut, was die Kristalle angeht, dabei. Also das sind wir jetzt richtig gut dabei. Nur wirklich gebracht hat es uns bislang noch nichts, hier hinten lang zu gehen. Nun gut. Oh, vielleicht kann ich ja, Moment. Blub, flub. Und jetzt Luigi. Ich meine Flucci. Wupp, wupp. Echter ist drauf, hm? Sieh nicht zu. Ich konnte hier gerade X drücken. Tja, runter kommen sie alle. Ah, da passt. Hier doch noch was. Aha! Ja, ist. Hä, wieso passiert denn da nichts? Ich muss wahrscheinlich die anderen kaputt machen, die hier.
dass da was geht. Ja, aber wie soll ich denn da was machen? Ah, ich glaube, die muss da reinbeißen, diese Dinger. Kann das sein? Komm, hier bin ich. Ja, hallo, ich hab's gedrückt. Wo ist eigentlich jetzt mein Säger hin? Da hinten. So, jetzt. Jetzt, Leer, habe ich dich. Komm, zweimal brauche ich dich wahrscheinlich sowieso. Hol dir eine neue Pflanze, ist okay. Ich hole mittlerweile meine Säge wieder. Hier bin ich. Ja, hier. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, hier bist du ganz ungünstig. Ganz ungünstig ist die hier. Ich kann ja mit ihm mal versuchen, die Säge zu holen. So, jetzt. Hier habe ich doch meine Säge wieder. Hier hinten. Hier hinten. Ja, hier. 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 Ungünstig. Ungünstig. Ja, komm. Und jetzt zur Sexy. Jetzt. Ja komm, die scheiß Säge ist im Weg. Was soll das denn? Unfair. Unfair. Ja, lass die Säge los. Und jetzt schnappen wir dich, du blöde Sau. Das überlebst du nicht.
Ja, gut. Die Gießkanne musste nochmal raus, ja. Aber wie er es nochmal versucht hat, es in irgendeine Pflanze reinzuwerfen. Witzig. Ja, gut, Gießkanne. So, und jetzt hoch mit dir, Luigi. Also die Spirenzchen hätte ich mich da oben nicht getraut. Ab zum Aufzug und dann mal schon. Wie unfair ist das denn? Ey, wie scheiße ist das denn gebaut? Du gehst durch die Tür und kriegst einfach instant 5 abgezogen. Game Design unter aller Kanone. Nintendo setzt 6. Sorry. Sowas geht gar nicht. Ich meine, klar, man wurde vorher geheilt, aber trotzdem, sowas macht man einfach nicht. Es hat nichts mit Schwierigkeitsgrad oder sonst was zu tun, das ist einfach nur unfair. Punkt. Ich meine, ich hatte jetzt genug Leben, aber pff. Mir geht's da ums Prinzip. Sowas kann ich gar nicht abhaben. Das ist wie diese Leute, ich glaube, in den Donkey Kong-Spielen haben sie das auch tatsächlich gerne gemacht, die es für toll empfinden, eine super Idee empfinden, ein Secret zu basteln, wo man sich in den Tod stürzen muss, aber wo man nicht wissen kann, dass da unten diesmal kein Tod ist, so wie die ganzen 90% der anderen Schluchten unten, wo man sich reinstürzen kann, sondern dass da irgendwas ist. Genauso wie auch bei Mario Odyssey in dem Wald, wo man sich hinten an der einen Stelle seitlich aus der Welt rausfallen lassen kann, um in diesen dunklen Wald oder so zu kommen. Solche Random Secrets, finde ich, gehören sich nicht. Das finde ich einfach scheiß Game Design, sorry. Weil ich meine, woher will man es wissen? Es gibt keinen Indikator dafür. Ihr wisst, was ich meine. Aber gut. Wohin sollen wir eigentlich? Ah ja, erstmal den Aufzugknopf einschieben. Okay, machen wir mal. Was? Fitnessstudios oder was soll das sein? Fernstudio? Hä? Filmstudio. Ach, das soll ein I sein. Ein IL. Okay. Hätte ich nie erkannt. Gut, wir gehen mal hin. Weil, warum auch nicht? Hallo? Na also, geht doch. Richtig schick hier aus. Moneten. So geht hier, was geht hier ist? Oh schön. Gleich mal die erste Filmrolle.
Oh, die aber nicht die erste ist. Also da nochmal der Beweis quasi, die Reihenfolge, wie man sie unten hat, hat nichts mit der zu tun, in der man sie findet, Schrägstrich finden kann. Nicht. In keinster Weise. Darf doch nicht hoch, och Manno. Was haben wir hier drüben Schönes? Oha. Ich glaube, hier werden besonders gerne Horrorfilme gedreht, hä? Das Plakat da links gefällt mir halt vor allem. Das hier. Das hier. Das gefällt mir richtig gut. Auch nun gut. Ich würde sagen, dann soll es das für diesen Part auch erstmal gewesen sein. Wir haben einen kleinen Einblick bekommen, was auf uns wartet. Vielleicht treffen wir hier dann tatsächlich auch nochmal König Buhu. Wenn der sich schon hier so ankündigt auf dem Plakat. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Luigi's Mansion 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.